Die unglaublichsten Objekte im Universum neben schwarzen Löchern oder Neutronensternen sind Riesensterne. Das sind unfassbar gigantische Einzelobjekte. So groß, dass auch die riesige Sonne gegen sie wirkt wie eine Erbse im Vergleich zu einem Heißluftballon. Riesensterne sprengen jegliche Vorstellungskraft und gehören zu den extremsten Objekten im weitläufigen Universum. Doch wie kommt es dazu, dass sich Sterne, so wie unsere Sonne oder andere, zu solchen Größen aufblähen können? Welcher Mechanismus steckt hinter der Entwicklung riesiger Sterne? In dieser Doku wollen wir uns anschauen, wie Riesensterne entstehen, welche gigantischen Sterne es in der Milchstraße gibt und warum Größe nicht gleich auch Massereichtum bedeutet. Wir wollen uns mit der Geburt der Sterne, mit ihrem Leben und ihrem Ende auseinandersetzen. Ein besonderes Augenmerk wird darauf gerichtet sein, wie es im Inneren dieser Sterne zugeht und welche komplexen Mechanismen sie antreiben bzw. sie zu solchen Größen anspornen. In dieser Doku werden wir uns auch mit vier gigantischen Sternen in der Milchstraße befassen. Die sind zwischen den Kapiteln eingestreut. Wenn ihr also die gesamte Doku schaut, werdet ihr diese Sterne auch kennenlernen. Sie werden nicht zwangsläufig die größten sein, denn das weitläufige Universum bzw. unsere Milchstraße hält eigentlich immer eine Überraschung parat. Nun wollen wir beginnen und unternehmen einen kleinen Abstecher in die Vergangenheit der Sterne. Lasst uns die Geburt eines Sterns beobachten. Sterne. Sie sind mehr als kleine weiße Punkte am Firmament. Wer als Kind in den Nachthimmel schaut, hat nicht den Schimmer einer Ahnung, welche urgewaltigen Kräfte sich hinter diesen stellaren Fusionskraftwerken verbergen. Doch für alles im Universum gibt es eine Erklärung, sogar für die Sterne an unserem Himmel. Die Geburt eines Sterns ist einer dieser Prozesse, die etwas anstoßen, das von wenigen Jahrhunderttausenden bis hin zu mehreren Billionen Jahren existieren kann. Doch bevor wir hier zu schnell und zu weit vorpreschen, wie entsteht ein Stern? Schauen wir zur Beantwortung dieser Frage einmal in die Milchstraße. Wie fast jede andere Spiralgalaxie ist auch sie übersät und durchwirkt mit interstellaren Gaswolken. Eine solche Gaswolke kann mehrere Lichtjahre groß sein. Allgemein sind sie nicht gerade sehr dicht. Würde sich das Sonnensystem in einer befinden, würden wir das vermutlich mit unseren Augen gar nicht merken. In der Gaswolke jedoch ist nicht alles gleichförmig. In ihr existieren geladene Teilchen, ungleichdichte Regionen und Bewegungen der Gasteilchen in jede Richtung. Die in einer solchen Gaswolke vorhandenen Elemente reichen von reinem Wasserstoff und Helium bis hin zu höheren Elementen wie Sauerstoff oder Silizium. Wie diese Elemente in die Gaswolke kommen und was das mit Riesensternen zu tun hat, werden wir am Ende dieser Doku sehen. Jetzt müssen wir uns aber vorstellen, dass in der Nähe der Gaswolke, vielleicht nur ein paar Lichtjahre entfernt, eine Supernova passiert. Diese wirbelt Gas und Staub der Wolke ordentlich durcheinander, setzt ihr Energie zu und führt zu einer regen Bewegung der Teilchen. Vor allem zeichnet sich eine Region ab. Ein Großteil des Wolkenmaterials strebt in eine Richtung auf einen gemeinsamen Schwerpunkt zu. Die von der Gravitation angezogenen Teilchen beginnen zu rotieren, was die gesamte Gaswolke in Bewegung und Drehung versetzt. In Richtung ihres Randes nimmt die Rotation der Gaswolke ab, in ihrer Mitte rotiert sie am schnellsten. Mit anderen Worten, die Gaswolke verliert ihre diffuse Form und kollabiert. Doch was passiert eigentlich, bevor sie zu einer Scheibe geworden ist, wie wir das häufig in anderen Gaswolken, wo Sterne entstehen, sehen? Die langsameren Gasteilchen in der Nähe der Wolkenpole werden zwangsläufig zur Mitte der Wolke gezogen, da sie am wenigsten Bewegungsenergie haben und dadurch am einfachsten in die Mitte gelangen. Nur am Äquator der Wolke bewegt sich das Gas schnell genug, um sich dort weiterhin aufhalten zu können. Während die ursprüngliche Wolke auf allen drei Dimensionen mehr oder weniger ausgeprägt war, führt die Anziehung der langsameren Teilchen und die schnellen Teilchen am Äquator zu einer Abflachung. So bildet sich eine Scheibe aus, die zwar immer noch dreidimensionale Eigenschaften besitzt, aber die wesentlichsten Merkmale eher in der seitlichen Ausdehnung hat. In der Mitte der Scheibe befindet sich das meiste Material, konzentriert auf eine bestimmte Region. Diese besitzt die größte Masse der gesamten Wolke und zieht am meisten Material an. Die Region wird immer dichter, sodass irgendwann genug Material an Ort und Stelle ist, um die Kernfusion zu starten. Dazu muss die Dichte an einem Punkt in der Region extrem hoch sein, um die hohen Temperaturen zu ermöglichen, unter denen Kernfusion möglich ist. Ein Protostern ist geboren. Er beginnt, Wasserstoff zu Helium zu fusionieren, kann von nun an als junger Stern bezeichnet werden.
Das ist die Kurzfassung der Geburt eines Sterns. Im Wesentlichen werden durch die eben beschriebenen Prozesse alle Sterne des Universums geboren. Egal ob roter Zwerg, K- oder G-Stern, blauer Riese oder roter Überriese. Alle Sterne erleben ihre Geburt aus einer interstellaren Gaswolke heraus, die durch eine Supernova oder ein anderes Ereignis in Bewegung versetzt und zum Kollaps gebracht wurde. Doch hier enden die Ähnlichkeiten der Sterne untereinander, denn jede Gaswolke bringt sehr unterschiedliche Eigenschaften mit sich. Wenn wir so auf unsere Galaxie schauen, sehen wir, dass etwa 50% aller Sternensysteme aus Doppelsternen oder sogar Dreifachsternen bestehen. Selbst der sonnennächste Stern, Alpha Centauri, besteht eigentlich aus zwei sonnenähnlichen Sternen, Alpha Centauri A und B, die sich in großer Entfernung voneinander umkreisen. Sogar einen dritten Stern gibt es in diesem System, der befindet sich in noch größerer Distanz zu den beiden Hauptpaaren. Der rote Zwerg Proxima Centauri umkreist diese beiden Sterne in einem Orbit von mehreren hunderttausenden Jahren und ist am Sternenhimmel mit bloßem Auge nicht zu sehen. Die Entdeckungen der Astronomen in den letzten Jahrhunderten zeigen uns, Sterne entstehen selten alleine und besitzen meistens einen oder mehrere stellare Kumpel, die mit ihnen zusammen und dem Gas einer interstellaren Wolke gebildet werden. Bei besonders massereichen Wolken haben wir den Effekt, dass sehr viele Sterne auf kleinstem Raum gebildet werden. Das ist beispielsweise bei Kugelsternhaufen der Fall, wo innerhalb einiger hunderter oder tausender Lichtjahre Millionen von Sternen zu finden sind. Und selbst in der Milchstraße, wo die Scheibe der Galaxis neben dem Halo, der am wenigsten dichte Bestandteil dieser Sterneninsel ist, finden sich oft zahlreiche interstellare Gaswolken, die mit nur wenig Platz eine hohe Anzahl von Sternen bilden können. Wie sich eine solche Wolke entwickelt, können wir an zwei verschiedenen Stadien von interstellaren Objekten, also von Vorgängerobjekten von Sternen, erkennen. Dazu besuchen wir einmal die Säulen der Schöpfung. Diese interstellare Gaswolke sieht aus, als würde sie die gesamte Galaxis tragen. Und doch ist sie nur ein ganz kleiner Bestandteil davon. Die Säulen der Schöpfung sind vielleicht das beste von Hubble jemals angefertigte Gesamtbild. Anmutig ranken sich die Säulen des Dunkelnebels in die Höhe. Verborgen hinter lichtjahredicken Wänden aus Gas und Staub befinden sich hunderte stellarer Geburtsstätten, was diesen Nebel zu einem der produktivsten Sternenentstehungsgebiete in der Milchstraße macht. Passend ist daher der Name Säulen der Schöpfung. Wie ein stellarer Kreissaal wirken diese Lichtjahre durchmessenden Bauten aus interstellarem Staub und Gas. Allzu leicht kann man sich vorstellen, dass in diesen gigantischen, säulenartigen Gebilden eine außerirdische Zivilisation auf ihre Entdeckung wartet. Im Jahr 2007 wurden Infrarotaufnahmen von den Säulen angefertigt. Dabei wurde eine Wolke aus heißem Gas und Staub beobachtet, die durch eine Supernova entstanden sein könnte, die sich vor ungefähr 6000 Jahren ereignete. Möglich wäre es, dass die Schockwellen dieser Sternenexplosion Gas und Staub des Nebels bereits in alle Winde zerstreut haben. Weil die Säulen jedoch 7000 Lichtjahre von uns entfernt sind, würden wir ihre Zerstörung erst in 1000 Jahren zu Gesicht bekommen. Wenn eine interstellare Gaswolke nun immer mehr Sterne bildet, sinkt die Dichte dieses Gases im interstellaren Medium, der die Wolke immer mehr Material zur Herstellung von Sternen verbraucht. Es bilden sich also sehr viele Sterne in nur wenigen Lichtjahren Ausdehnung, die meisten davon Doppel- und Dreifachsterne, selten eher Einzelsysteme. Jeder Stern hat seine eigene Entwicklung, seine individuellen Eigenschaften und eine einzigartige Zusammensetzung. Wurde ein Großteil des Materials hingegen aufgebraucht, ähnelt die Gaswolke mehr einem offenen Sternhaufen, von dem wir jetzt einen sehr ansehnlichen betrachten werden. Dieses Bild, was ihr hier gerade seht, zeigt Westerlund 2, einen Sternenhaufen, der anlässlich des 25. Geburtstags von Hubble aufgenommen wurde. Wir sehen ein riesiges Sternenentstehungsgebiet in verschiedenen Farben. Riesige Gaswolken wechseln sich mit jungen und sehr heißen Sternen ab, von denen die meisten nur wenige Millionen Jahre alt sein dürften. Das lässt sich auch auf das Gesamtalter des offenen Sternhaufens übertragen, welches mit maximal 2 Millionen Jahren angegeben werden kann. Einige der Sterne sind so massiv, dass sie die 230.000-fache Leuchtkraft der Sonne erreichen. Ein massiver Stern zu sein bedeutet aber auch, dass dieser vielleicht nur wenige Millionen oder sogar Hunderttausende Jahre lebt, bevor er in einer spektakulären Supernova endet. Dieser Nebel beherbergt noch eine weitere Überraschung. Direkt neben dem Emissionsnebel findet sich ein wundervoller offener Sternhaufen, der von Unmengen an ionisiertem Gas umgeben ist. Sternhaufen wie Westerlund 2 zeigen uns,
wie die Entwicklung von Gaswolken, wie zum Beispiel die Säulen der Schöpfung, verlaufen kann. Und da Westerlund 2 ein sehr massereicher Sternenhaufen mit riesigen Sternen ist, werden dort sehr massereiche Sterne gebildet. Bevor wir aber zur Entwicklung der Riesensterne kommen, will ich euch den ersten der massereichsten bekannten Sterne der Milchstraße zeigen, VV Cephei. Wie bei vielen anderen Sternen handelt es sich auch bei VV Cephei um ein Doppelsternsystem. Beide Sterne befinden sich in ca. 4900 Lichtjahren Entfernung von der Erde im Sternbild Cepheus. Dieses System ist ein Beispiel der Extreme und wäre für Leben sicherlich kein gemütlicher Ort. Einer der beiden Sterne ist der rote Überriese VV Cephei A. Er gehört zu den größten Sternen der Milchstraße und besitzt Schätzungen zufolge den 770 bis 800-fachen Durchmesser der Sonne. Würden wir ihn anstelle der Sonne ins Sonnensystem setzen, würde er locker über die Bahn des Mars hinausreichen. Doch mit einem Stern hört das Ganze noch nicht auf. Der Partner von VV Cephei A wird VV Cephei B genannt und ist ein sogenannter blauer Riese. Dieser besitzt zwar nur einen 10-fachen Sonnendurchmesser, aber doch die 100.000-fache Helligkeit dieser. Er ist ein sogenannter blauer Riese und befindet sich in der Hauptreihe des Herzsprung-Russell-Diagramms. Was das bedeutet, sich dort zu befinden, werden wir uns gleich anschauen. VV Cephei B benötigt 20,3 Jahre für eine Bahn um A. Gelangt B in die Nähe seines massereicheren Partners, klaut er ihm etwas von seinem Material. Das hat damit zu tun, dass B sehr viel dichter ist als A, wenn auch nicht so massereich wie dieser. Bei jeder Umdrehung wird also Material von A nach B transferiert. Und jedes Mal, wenn A von B verdeckt wird, ist dies am Abfall der Helligkeit des größeren Sterns A zu bemerken. Doch durch welchen Mechanismus können Sterne wie VV Cephei A nur jemals so groß werden? Den Mechanismus hinter der Entwicklung von Sternen schauen wir uns jetzt am Beispiel unserer Sonne an. Wir haben uns im letzten großen Kapitel den Kollaps einer interstellaren Gaswolke angeschaut. Sobald Materie sich zusammengefunden hat und die Kernfusion gestartet hat, definieren Astronomen dies als Stern. Nahezu alle Sterne haben eine kugelförmige Form. Sterne, die sich in Nähe noch größerer Massen bewegen, wie beispielsweise in der Nähe schwarzer Löcher, werden auch verformt und besitzen manchmal eine leicht abgeflachte, ovale Form. Solche Sterne sind jedoch eher die Ausnahme. Anhand des roten Riesen AH Scorpii und der Sonne wollen wir jetzt die Entwicklung von Riesensternen bzw. von Sternen im Allgemeinen verdeutlichen. Wir haben schon gesehen, dass sehr massereiche Sterne sich aus entsprechend massereichen Gaswolken entwickeln. An einem sehr frühen Punkt ihres Lebens starteten beide Sterne, also sowohl ein Riesenstern als jetzt auch zum Beispiel die Sonne, die Fusion von Wasserstoff. Und an dieser Stelle werfen wir einen Blick auf das wohl wichtigste Diagramm der Astronomie, das sogenannte Herzsprung-Russell-Diagramm. Ohne dieses Diagramm könnte man in der Astronomie mittlerweile nicht mehr arbeiten. Es ist für die Arbeit mit Sternen absolut essentiell. Das Diagramm entstand durch eine Art Buchführung bei Sternen, die der dänische Astronom Einar Herzsprung durchführte. Er definierte unter anderem mit der absoluten Helligkeit ein Maß für die Leuchtkraft eines Sterns und arbeitete 1909 an der Beziehung von Oberflächentemperatur und Leuchtkraft von Sternen. Aus den Ergebnissen der Sternenbuchführung von Herzsprung entwickelte der amerikanische Astronom Henry Norris Russell das Herzsprung-Russell-Diagramm, das die Sterne anhand diverser Eigenschaften sortierte. Das Diagramm besteht aus mehreren Werten und zeigt, wie sich Sterne entwickeln können. Links ist für die Variante des Diagramms, welches wir für dieses Video benutzen wollen, die Leuchtkraft eines Sterns in Sonnen angegeben. Rechts die absolute Helligkeit. Die absolute Helligkeit eines Sterns wird berechnet, indem man ihre Helligkeit bei einer Distanz von ca. 10 Parsec oder 32,6 Lichtjahren ausrechnet. So kann man einheitlich bestimmen, wie hell Sterne in einer bestimmten Distanz wären, was sehr hilft, ihre Leuchtkraft zu analysieren. Oben sehen wir die Spektralklasse von Sternen und unten eine Temperaturskala für die Oberflächentemperatur von Sternen. Bevor wir aber die Sonne und AH Scorpii verorten, müssen wir verstehen, wie Masse, Lebensdauer und Helligkeit von Sternen zusammenhängen, um herauszufinden, wie und warum wir Sterne in diesem Diagramm verorten können. Dazu kehren wir kurz zu unseren zwei Beispielen zurück und beginnen mit der Sonne. Die Sonne ist massetechnisch gesehen ein mittelmäßiger Stern. Sie hat im Kontext der Sterne der Milchstraße betrachtet weder viel noch wenig Masse und bildet den Ausgangspunkt für viele astronomische Berechnungen anhand ihrer Leuchtkraft und Masse.
In ihrem Inneren fusioniert sie unter hohem Druck pro Sekunde mehrere hunderte Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium. Diese Kernfusion kann dabei nur funktionieren, weil die Gravitation den Kern der Sonne sehr stark zusammendrückt. Hier haben wir ein interessantes Gleichgewicht im Inneren von Sternen vor uns. Eigentlich sollte die Schwerkraft das Innere von Sternen so weit zusammendrücken, bis diese kollabieren. Dennoch fällt der Kern nicht zusammen und die Kernfusion kann stattfinden. Diese baut nämlich durch ihre Energieerzeugung eine Art Gegendruck auf, welcher der Gravitation entgegenwirkt. So kommt ein Gleichgewicht zustande, welches das Innere der Sonne stabilisiert und die Kernfusion über mehrere Jahrmilliarden ermöglicht. Jetzt gibt es jedoch ein Problem für unsere Sonne. Sie produziert im Laufe der Zeit immer mehr Helium, welches deutlich dichter ist als Wasserstoff. Das Helium reichert sich über die Jahrmilliarden hinweg immer stärker im Kern an, wodurch das Innere der Sonne immer dichter wird und sich stärker zusammenzieht. Sobald nun der Wasserstoff im Kern zum Großteil aufgebraucht ist, startet die Fusion von Helium zu höheren Elementen. Viele denken, dass die Wasserstofffusion nun gänzlich aufhört und der Stern ausschließlich mit Helium beschäftigt ist, doch weit gefehlt. Weil der Stern insgesamt immer dichter wird, findet die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium irgendwo in den Hüllen statt. Diese Kernfusion wird sozusagen ausgelagert. In der Sonne als roter Riese würden wir also zwei verschiedene Kernfusionen vorfinden. Einmal das Kernbrennen von Helium, also die Fusion von Helium zu höheren Elementen in ihrem Zentrum, und einmal das sogenannte Schalenbrennen in den um den Kern liegenden Schichten. Mit dem Ende des Wasserstoffkernbrennens verlässt unsere Sonne die sogenannte Hauptreihe des Hertzsprung-Russell-Diagramms. Diese Hauptreihe enthält Sterne, die ihre Energie alleinig durch Fusion von Wasserstoff gewinnen. Der Name Hauptreihe klingt sehr trivial und kommt daher, weil die Mehrheit aller beobachteten Sterne im Universum solche Eigenschaften besitzen und sie, wenn man sie auf das Diagramm aufträgt, eine dicht bevölkerte Linie bilden. Doch sind naturgemäß nicht alle Sterne auf der Hauptreihe gleich. Manche Sterne besitzen eine höhere Fusionsrate als andere. Ein Stern mit der doppelten Masse der Sonne fusioniert mehr Wasserstoff pro Zeiteinheit als unsere Sonne, da er eine höhere Masse und demzufolge einen höheren Druck im Inneren besitzt. Dieser Stern würde die Hauptreihe des Hertzsprung-Russell-Diagramms schneller verlassen und früher ein roter Riese werden. Diese Entwicklung ist zu sehen, wenn wir Riesensterne wie Aha Scorpii oder VVC 4Ia betrachten. Sie haben die Hauptreihe nach nur wenigen Millionen Jahren verlassen. Im Vergleich dazu ist unsere Sonne deutlich weniger massereich, besitzt also eine geringere Fusionsrate und befindet sich länger in der Hauptreihe, da sie mehr Zeit benötigt, den Wasserstoff in ihrem Kern in Helium zu fusionieren. Und nun wollen wir uns die Reise der Sonne auf dem Hertzsprung-Russell-Diagramm anschauen. Da die Sonne anfänglich leuchtschwächer und kühler war als heute, können wir sie auf rechts unten einordnen. Ihr Kern wird im Laufe der Jahrmilliarden immer dichter. Sie steigert deshalb ihre Energieproduktion und damit auch Helligkeit und Oberflächentemperatur. Die Sonne wandert die Hauptreihe nun so lange hinauf, bis irgendwann die Fusion von Wasserstoff in die Schalen verlagert wird und das sogenannte Heliumbrennen im Kern beginnt, weil sich dort genügend Mengen dieses Gases angesammelt haben. Die Fusion von Helium im Kern und Wasserstoff in den Schalen erzeugt gewaltigere Energien als nur eine Fusion allein, sodass die Sonne sich enorm aufbläht. Obgleich ihre Gravitation immer noch versucht, alles zur Mitte zu ziehen, ist der durch die Fusion aufgebaute Gegendruck zu groß. Die Sonne bläht sich deshalb immer schneller auf, verlässt die Hauptreihe und ist irgendwann auf dem Diagramm im Seitenarm der roten Riesen zu finden. Ihre Leuchtkraft nimmt hier enorm zu, jedoch nimmt ihre Oberflächentemperatur ab. Es hat damit zu tun, dass sie sich aufbläht und ihre äußersten Schichten weniger dicht sind. Die Fusion findet in ihrem Inneren so lange statt, bis sie das Helium aufgebraucht hat und ihre Hüllen ins All schleudert. Der nach der Abstoßung der Hüllen übrig gebliebene Kern wird dann als weißer Zwerg bezeichnet, ein sehr kompaktes Objekt, welches deutlich masseärmer ist als die ursprüngliche Sonne, die, wie bereits erwähnt, einen Teil ihrer Masse durch das Davondriften ihrer äußeren Hüllen verloren hat. Der weiße Zwerg ist nun deutlich masseärmer als die Sonne und leuchtet schwächer als diese. Auf dem Diagramm wäre die Sonne dann links unten in der Nähe von Sirius B zu finden, einem zwar weniger leuchtkräftigen, dafür umso heißeren weißen Zwerg, welcher über die Jahrmillionen langsam abkühlt. Er ist heißer, er besitzt eine höhere Oberflächentemperatur, weil er deutlich dichter ist und ein Teelöffel voll Materie mehrere hunderte Kilogramm wiegen würde. Und um das kurz zusammenzufassen,
Die Sonne verbrennt für ca. 11 Milliarden Jahre Wasserstoff, bevor sie mit Helium beginnt und zu einem roten Riesen wird. Auf dem Hertzsprung-Russell-Diagramm wandert sie dann von der Hauptreihe in den Nebenzweig der roten Riesen. Nachdem sie ihr Helium aufgebraucht hat und dem Sonnenkern der Brennstoff ausgegangen ist, wirft sie ihre Hüllen ab. Zurück bleibt ein weißer Zwerg, ein ultrakompaktes Objekt mit extrem hoher Oberflächentemperatur, aber äußerst geringer Leuchtkraft. Doch was ist eigentlich mit Aha Scorpii? Wie passt ein jegliches Skalen springender Riesenstern auf dieses Diagramm? Bevor wir zur Entwicklung von Riesensternen auf dem Diagramm kommen, wollen wir ihn als einer der größten Sterne der Milchstraße kennenlernen. Bei Aha Scorpii handelt es sich wie bei VVC4Ia um einen roten Überriesen. Er ist nur ca. 7400 Lichtjahre von der Erde entfernt. Bei diesen Riesensternen ist es insgesamt sehr schwierig zu sagen, wie groß sie wirklich sind. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Scorpii mindestens den 1400-fachen Radius der Sonne besitzt. Aha Scorpii ist von riesigen Mengen Gas und Staub umgeben, die den Blick auf den Stern von der Erde aus häufig versperren. Seinem Namen zufolge befindet er sich im Sternbild Skorpion. Er ist absolut gigantisch und besitzt die über 220.000-fache Leuchtstärke der Sonne. Auf dem Hertzsprung-Russell-Diagramm könnten wir ihn als einen roten Überriesen kennzeichnen. Dort befindet er sich, wegen seiner krassen Leuchtkraft und seiner niedrigeren Oberflächentemperatur, weit rechts oben. Wir werfen nun einen Blick darauf, auf welche Weise Riesensterne wie Aha Scorpii oder VVC4Ia diese ungeheuerlichen Größen überhaupt erreichen können. Gerade habt ihr die Ausmaße des Riesensterns Aha Scorpii kennengelernt. Jetzt will ich euch die nach aktuellem Wissen bekannte Entwicklung eines solchen Riesensterns zeigen. Als Beispiel dafür bleiben wir bei Aha Scorpii, könnten aber jeden beliebigen roten Überriesen nehmen. Die anfängliche Entwicklung von Aha Scorpii dürfte ähnlich wie die eines masseärmeren Sterns wie die Sonne verlaufen sein. Der junge Stern begann die Kernfusion von Wasserstoff, nachdem er sich aus einer sehr massereichen Gaswolke gebildet hat. Da Aha Scorpii jedoch deutlich massereicher war und ist, baute sich in seinem Kern schneller ein deutlich höherer Druck aufgrund der mehrfach stärkeren Gravitation als beispielsweise in der Sonne auf. Er verbrannte seinen Wasserstoff somit sehr schnell. Wofür die Sonne vermutlich 10 Milliarden Jahre benötigen wird, brauchte die Wasserstofffusion des Riesensterns nur wenige Millionen oder sogar nur einige Jahrhunderttausende. Tatsächlich ist Aha Scorpii mit ungefähr 10 Sonnenmassen bereits in einem äußerst fortgeschrittenen Stadium seines Lebens. Und weil er so viel Masse besitzt, ist der Riesenstern auch nur ca. 11 Millionen Jahre alt. Wir sehen also, dass eine hohe Sternmasse auch eine umso kürzere Lebenszeit bedeutet. Da er seine Wasserstofffusion im Kern binnen weniger Millionen Jahre beendete und in seine Schalen auslagerte, verließ der Stern die Hauptreihe sehr schnell. Aufgrund seiner hohen Masse war nach der Fusion von Wasserstoff nun deutlich mehr Helium im Kern vorhanden, welches der Stern ebenso schneller verbraucht, als es unsere Sonne tun würde. Die Kernfusionsrate von Helium und damit die Energieproduktion des Riesensterns muss dabei so unglaublich hoch sein, dass er nicht als roter Riese, sondern als sogenannter Superriese oder als roter Überriese gezählt wird, ähnlich wie Betelgeuse oder andere Riesensterne. Nichts an diesem Stern ist durchschnittlich. Weder seine ungeheure Leuchtkraft von ca. 330.000 Sonnen, noch sein geschätzter 1400-facher Sonnendurchmesser. Auf dem Hertzsprung-Russell-Diagramm wäre er deshalb weit rechts oben zu sehen, mit einer enorm hohen Leuchtkraft und absoluten Helligkeit, jedoch mit einer äußerst geringen Oberflächentemperatur, da das Material in seinen äußeren Schichten eine sehr geringe Dichte aufweist. Das ist auch der entscheidende Unterschied zu einem roten Riesen, der aus unserer Sonne erwächst. Rote Riesen werden zwar auch riesig, beenden ihre Kernfusion aber meistens bei Helium, während rote Überriesen oder Superriesen eben weiter als Helium gehen können und sogar Kohlenstoff oder noch höhere Elemente fusionieren können, was dazu führt, dass sie deutlich größere Ausmaße als rote Riesen annehmen. Superriesen sind deshalb locker mehrere Male größer als rote Riesen, da in ihnen deutlich mehr Materie fusioniert wird. Doch hört die Geschichte von Aha Scorpii bei weitem noch nicht auf. Sobald ihm das Helium im Kern ausgeht und diese Fusion ebenfalls in seine Schalen ausgelagert wird, beginnt der nächste Brennvorgang, das Kohlenstoffbrennen, welches ab ca. 500 Millionen Grad Celsius im Kern einsetzt. Das müssen wir mal vergleichen mit der Sonne, dort Temperaturen von ungefähr 16 Millionen Grad Celsius. Das Innere dieses gigantischen Sterns ist also 30 Mal heißer als das der Sonne.
Das Kohlenstoffbrennen findet im Kern statt, während das Heliumbrennen, wie bereits erwähnt, in die Schichten um den Kern ausgelagert wird, das Wasserstoffbrennen sogar noch weiter nach außen. Konkret bedeutet das, dass wahrscheinlich 3 verschiedene Kernfusionsprozesse in Aha Scorpii stattfinden, wodurch sich der Stern noch stärker ausdehnt. Dies geschieht nur, weil die hohe Masse von Aha Scorpii einen entsprechenden Druck im Kern und damit Temperaturen von über 500 Millionen Grad Celsius zulassen. Beim Einsetzen des Kohlenstoffbrennens steigt der Gasdruck im Inneren des Sterns immer weiter an und die äußeren Gasschichten dehnen sich zu enormen Radien aus. Diese Ausdehnung erreicht ihr Maximum, wenn der Stern sein inneres Gleichgewicht gefunden hat. So kann ein Riesenstern mehrere tausende Sonnenradien groß sein. Als Aha Scorpii eine Ausdehnung von ungefähr 300 bis 400 Sonnendurchmessern erreichte, betrat er die Klasse der Superriesen, auch rote Überriesen genannt. Dabei kann es jedoch geschehen, dass er durch die ungeheuren Sternwinde, die von ihm ausgehen müssen, bis zu 50% der Masse verliert, die er in der Hauptreihe hatte. Da 3 Kernfusionen in verschiedenen Zonen des Sterns stattfinden, produziert der Stern ungeheure Energien, die sich dann als ein starker Sonnenwind bemerkbar machen oder eben als eine Leuchtkraft, die ungefähr 330.000 Mal die der Sonne beträgt. Wie jedoch die weitere Entwicklung von Aha Scorpii verläuft, ist die Sachlage ziemlich eindeutig. Doch jetzt begleitet mich erst auf eine kurze Reise zum Riesenstern UY Scuti und dann zum explosiven Ende dieser stellaren Kolosse. In ungefähr 5000 Lichtjahren Entfernung liegt ein extremer, veränderlicher Stern mit dem Namen UY Scuti. Seine Helligkeit schwankt in einem Wechsel von ca. 740 Tagen sehr stark. Im Herzsprung-Russell-Diagramm wäre er, wie andere Vertreter seiner Zunft, weit rechts oben im Seitenarm der roten Überriesen zu finden. Seine Helligkeit wird auf durchschnittlich, und jetzt haltet euch fest, 340.000 Sonnen geschätzt. In Zeiten seiner größten Helligkeit leuchtet der Gigant gar so hell wie 630.000 Sonnen. Das macht ihn zu einem der hellsten existierenden Sterne in unserer Galaxis. Er ist allerdings nur 7 bis 10 Sonnenmassen schwer. Doch sein Radius hat es in sich. Er besitzt den etwa 1700-fachen Sonnendurchmesser und würde knapp bis zur Bahn des Saturn reichen. Wir werden uns jetzt anschauen, wie Riesensterne enden und welches Erbe sie mit ihrem explosiven Ableben in den Kosmos säen. Ihr wohnt auf dem Mars und habt die Nase voll von immer dem gleichen Streaming-Content. Die GEMA Mars hat euch mal wieder ein Musikvideo gesperrt, welches ihr euch unbedingt anschauen wollt. Dann schnappt euch CyberGhost VPN. Mit diesem VPN gesellt ihr euch zu 38 Millionen weltweiten Nutzern und könnt Content schauen, der in eurem Land nicht angeboten wird. Mit CyberGhost VPN könnt ihr das nervige Geoblocking von Streamingdiensten umgehen und auf 40 Streamingdiensten Serien und Filme sehen, die in Deutschland normalerweise blockiert sind. Das Programm läuft auf allen wichtigen Betriebssystemen. Ihr könnt über 7900 Server auf der ganzen Welt und 7 Geräte gleichzeitig benutzen. Damit könnt ihr dann endlich auch auf dem Mars die neueste Folge eurer Lieblingsserie anschauen. Wenn ihr CyberGhost VPN ausprobieren wollt, erhaltet ihr 84% Rabatt. Ihr zahlt nur 1,94 Euro pro Monat und erhaltet ganze 4 kostenlose Monate bei Abschluss eines Abos. Dank der 45-tägigen Geld-zurück-Garantie entsteht euch kein Risiko beim Abschluss eines Abos. Um euch diese Vorteile zu sichern, klickt auf den Link in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar unter diesem Video. Und nun geht es weiter mit dem Hauptvideo. Die meisten von euch dürften es bereits wissen, das Ende von Riesensternen ist hochexplosiv. Riesensterne explodieren in Supernovae, die nicht nur ihr Sternensystem zerstören, sondern auch weit über die gravitativen Grenzen des ehemaligen Riesensterns hinaus ihre Umgebung auf Lichtjahre hinweg verwüsten können. Aber wie kommt es zu einer Supernova? Die Vorgänge im Inneren eines Sterns, die zu einer Supernova führen, sind hochkomplex und selbst für ausgebildete Astrophysiker sehr schwer zu begreifen. Wir wollen trotzdem versuchen, uns diesem Phänomen in seinen Grundlagen anzunähern. Bevor wir zu den Supernovae kommen, möchte ich ein paar begriffliche Unterscheidungen treffen. Supernovae sind nicht die einzigen Explosionen, die in Zusammenhang mit einem Stern stehen. Häufig wird der Begriff Nova mit Supernova verwechselt. Das Wort Nova stammt aus dem Lateinischen und bedeutet neu. In seiner modernen Definition verstehen wir darunter einen Typus von Helligkeitszunahme in einem engen Doppelsternsystem.
Etwas Neues kommt dabei aber nicht zustande. Früher Astronomen dachten, dass bei einer Nova neue Sterne entstehen, was aber überhaupt nicht zutrifft. Doch was ist eine Nova? Stellt euch ein Doppelsternsystem mit zwei einander sehr eng umkreisenden Sternen vor. Einer der Sterne schleudert aufgrund seiner höheren Masse frühzeitig seine Hüllen in die Weiten des Weltalls und endet als weißer Zwerg, als Sternleiche mit einer deutlich geringeren Masse, aber wesentlich höherer Dichte. Die Entstehung von weißen Zwergen haben wir uns ausführlich im vorletzten Kapitel angeschaut. Wenn der Sternleichnam im Doppelsystem weiter besteht, kann es sein, dass er sehr nah an seinen Begleiter herankommt und ihm Material klaut. Dadurch erhält der weiße Zwerg mehr Masse, die durch eine Art Akkretionsscheibe auf seine Oberfläche gelangt. Wenn ihr jetzt glaubt, dass es ausreicht, dass der weiße Zwerg seinem Partner ab und zu näher kommt, dann liegt ihr definitiv falsch. Um diesen Prozess der Akkretion zu verwirklichen, müssen sich beide Sterne wirklich extrem eng beieinander befinden. Der weiße Zwerg muss dem größeren Stern wirklich sehr nahe kommen, um Material aus seinen äußeren Hüllen zu stibitzen, so nah, dass er fast schon in den Hüllen des anderen Sterns existiert. Der weiße Zwerg ist sehr dicht und konzentriert einen Teil seiner ursprünglichen Masse auf einen extrem kleinen Punkt, der häufig nur so groß wie die Erde oder andere terrestrische Planeten ist. Das seinem größeren Partner entnommene Material sammelt sich auf der Oberfläche des weißen Zwergs durch eine Akkretionsscheibe als stetig wachsende, stark komprimierte Schicht an. Das können wir uns wie eine Person vorstellen, die immer mehr T-Shirts anzieht und dadurch an ihrer Oberfläche immer dicker wird. Die Materie auf dem weißen Zwerg wird dort, wo sie seine Oberfläche berührt, sehr stark erhitzt. Das geschieht so lange, bis eine Temperatur von ca. 10 Millionen Grad Celsius erreicht ist. Dann setzt eine explosionsartige Expansion des Materials ein, welche von 100 bis zu 1000 Kilometer pro Sekunde schnell sein kann. Das Maximum der Helligkeit wird kurz nach der Expansion erreicht und das Gas kühlt, sobald es den weißen Zwerg verlassen hat, auf etwa 7000 bis 10.000 Grad Celsius ab. Dieser Vorgang wird als Nova bezeichnet. Das Spannende daran ist, dass das Doppelsternsystem durch diese extrem schnelle Helligkeitszunahme komplett unberührt bleibt und weiter existiert, sodass sich erneut Materie auf dem weißen Zwerg ansammeln und eine weitere Schicht bilden kann, der dann der gleiche Vorgang passiert. Dieser Prozess passiert so häufig, bis der größere Stern entweder nicht mehr genügend Material besitzt oder seine Hüllen verliert. Eine Nova ist abzugrenzen von einer Supernova des Typus 1a. Bei dieser befindet sich ebenfalls ein weißer Zwerg in einem sich eng umkreisenden Doppelsternsystem. Also wir haben das gleiche Setup wie bei einer Nova. Er sammelt über die Jahrmillionen hinweg Material an und verursacht dadurch regelmäßig Novae. Da aber immer nur ein Teil des Materials vom weißen Zwerg weg expandiert, hortet der Sternleichnam über Millionen von Jahren hinweg Material an. Irgendwann erreicht er dann seine Massegrenze, über die er hinaus nicht mehr stabil sein kann. Diese wird als Chandrasekhar-Massegrenze bezeichnet. Sie wurde nach dem indisch-amerikanischen Astrophysiker und Nobelpreisträger Subramanian Chandrasekhar benannt. Sie beschreibt, dass ein weißer Zwerg maximal 1,44 oder 1,45 Sonnenmassen schwer sein kann. Wächst er darüber hinaus, wie es jetzt in unserem engen Doppelsternsystem der Fall ist, dann kollabiert der weiße Zwerg und explodiert in einer spektakulären Supernova, bei welcher der gesamte Sternleichnam auseinandergerissen wird. Während von diesem kompakten Stern nichts mehr übrig bleibt, so wird der Begleitstern, also der rote Riese, durch die ungeheuerliche große Wucht der Explosion seines ehemaligen Partners davongeschleudert. Supernovae des Typus 1a funktionieren übrigens hervorragend zur Entfernungsbestimmung weit entfernter Galaxien, sodass sie für die Astronomie sehr hilfreich sind, das Universum und die Abstände zwischen den Galaxien zu vermessen. Diese zwei Arten von Novae und Supernovae müssen allerdings von einer weiteren abgegrenzt werden, die wir im Folgenden behandeln, die Kernkollaps-Supernova, bei der Riesensterne mit vielen Sonnenmassen explodieren. Sterne definieren sich durch folgende Prozesse. Sie besitzen in ihrem Kern eine hohe Schwerkraft, die das Material stark zusammendrückt und Kernfusion ermöglicht. Dies stellt dem Stern Energie bereit, die ihn vor seinem gravitativen Kollaps bewahrt, weil das ja eine Art Gegendruck aufbaut. Die Energie entlässt der Stern zum Beispiel durch Strahlung, Sonnenwinde und Eruptionen an seiner Oberfläche. Wir kommen noch einmal zu der Kernfusion zurück, denn diese ist zentral, um eine Kernkollaps-Supernova beschreiben zu können. Die Fusionsprodukte im Kern des Sterns
beispielsweise Helium, sind, wie wir das schon behandelt haben, immer dichter als die Elemente, aus denen sie entstehen. So wird der Kern im Laufe der Zeit und über Jahrmillionen hinweg immer dichter. Erreicht er eine gewisse Dichte, beginnen höhere Fusionsprozesse und aus Helium entsteht beispielsweise Kohlenstoff. In Sternen mit der mehrfachen Masse unserer Sonne werden aus Kohlenstoff dann noch höhere Elemente erschaffen, zum Beispiel Neon. Die Kernfusion höherer Elemente benötigt aber mehr Energie als die Kernfusion leichterer Elemente. Die Energieausbeute der Fusion von Wasserstoff zu Helium ist beispielsweise am höchsten, während die von Kohlenstoff zu schwereren Elementen schon deutlich geringer ist. Dadurch verliert der Kern nach dem Eintritt in die Phase des Heliumbrennens und darüber hinaus seine Fähigkeit, genügend Energie als Gegendruck zur Gravitation aufzubauen. Sobald der Kern keine höheren Elemente mehr fusionieren kann, wie das beispielsweise bei Eisen der Fall ist, hat der Stern einen Eisenkern und andere Schichten höherer Elemente, in denen ja, wie wir das kennengelernt haben, andere Kernfusionen, zum Beispiel von Helium zu Kohlenstoff, stattfinden. Der Eisenkern beginnt nun zu kollabieren, da keine Fusion mehr stattfindet und kein Gegendruck zur Gravitation mehr aufgebaut werden kann. Die äußeren Schichten des Sterns rasen nun nach innen und kollabieren ebenfalls, da kein Gegendruck zur Schwerkraft mehr möglich ist. Der Kernbereich hat sich derart stark verdichtet, dass er nur noch aus Neutronen besteht und nicht stärker zusammengedrückt werden kann. Die von außen auf den Kern fallenden Schichten prallen zurück und verlassen die Oberfläche des Sterns mit außerordentlich hoher Geschwindigkeit. Dabei reißen sie viele Sonnenmassen an Material mit sich. Sobald diese vom Neutronenkern reflektierten Stoßfronten an die Oberfläche gelangen, wird die Supernova auch für uns sichtbar und kann, wenn sie nahe genug an der Erde geschieht, selbst mit bloßem Auge betrachtet werden. Solche Supernova-Explosionen werden, mit Ausnahme des Types 1a, auch als hydrodynamische Supernova bezeichnet, weil der Kernbereich des Sterns kollabiert. Bei den Kernkollaps-Varianten bleibt von Sternen wie VVC Phi oder AH Scorpii oft nur ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch übrig. Deshalb sagen Astronomen, nicht der ganze Stern wird zerstört, sondern der Kernbereich umgewandelt und seine äußeren Schichten mit sich schnell ausdehnender Geschwindigkeit nach außen geschleudert. Das ist völlig anders als eine Supernova des Typus 1a. Hier wird der ganze weiße Zwerg zerstört, bei einer Kernkollaps-Supernova aber nur die äußeren Schichten davon geschleudert und der Kern umgewandelt. Da es sich hier um viele Sonnenmassen Material handelt, sind Kernkollaps-Supernovae energetisch krassere Ereignisse als zum Beispiel Novae oder Supernovae des Typus 1a. Eine sehr bekannte Kernkollaps-Supernova ist etwa die SN1054 genannte Supernova, welche den Krebsnebel verursachte. Eines der eindrucksvollsten, jemals von Hubble aufgenommenen Bilder. Sie konnte am 4. Juli 1054 im östlichen Teil des Sternbildes Stier beobachtet werden. Im japanischen Geschichtswerk Song Huayo wird sie als Gaststern beschrieben, der am Tag so sichtbar wie die Venus sei. Die Explosionsfronten bewegen sich mit sagenhaften Geschwindigkeiten von mehreren Tausenden und vielleicht sogar Zehntausenden Kilometern pro Sekunde und erreichten seit 1054, also seit über 900 Jahren, eine Ausdehnung von etwa 6 Lichtjahren. Als Überbleibsel dieser gigantischen Sternenexplosion dreht sich in der Mitte des Nebels ein Neutronenstern, der das Innere des Nebels durch seine gewaltige Strahlung und sein großes Drehmoment blau erleuchtet. Die verschiedenen Farben der Explosion repräsentieren unterschiedliche Elemente. Blau stellt in den äußeren Filamenten der Explosion Sauerstoff dar, grün Schwefel und rot doppelt ionisierter Sauerstoff. Es dürften aber natürlich noch viele andere Elemente vorhanden sein. Erinnern wir uns an den Anfang des Videos zurück. Wir besuchten die Geburt von Sternen in interstellaren Gaswolken. Diese werden allgemeinhin durch Sternenexplosionen benachbarter Sterne in Bewegung versetzt, kollabieren und formen neue Sterne. Supernovae wie die von vor 1000 Jahren führen ihrer Umgebung höherwertige Elemente wie Sauerstoff, Schwefel, Eisen und andere Elemente zu, die dann wiederum als Bausteine für Sternen und Planeten herhalten. Hier schließt sich der Kreislauf des Todes von Sternen und der Bildung neuer stellarer Fusionskraftwerke. Ebenso in einer Supernova und vielleicht sogar in energetisch noch krasseren Explosionen endend, könnten die nun folgenden Sterne sein, die wir als Abschluss dieser Dokumentation behandeln werden. Folgt mir einmal zu dem größten bekannten Stern und zum massereichsten bekannten Stern der Galaxis. Um den größten Stern der Milchstraße zu finden, brechen wir zu einer weiten Reise auf.
Diese führt uns zu einem offenen Sternhaufen namens Stevenson 2. Der Haufen wurde bereits 1990 mittels einer himmelsweiten Infrarotsuche entdeckt und befindet sich ca. 18.900 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Er liegt wahrscheinlich an der Kreuzung des nördlichen Endes des Langen Balkens und dem Scutum Centaurus Arm der Milchstraße, einer der zwei großen Spiralarme unserer Galaxis. Die Sterne dieses offenen Sternhaufens zeichnen sich durch sehr ähnliche Eigenschaften aus. So auch bei Stevenson 2. Hier liegt das Alter aller Sterne ungefähr bei 14 bis 20 Millionen Jahre, was aus diesem Haufen ein extrem junges Objekt macht. Im Sternenhaufen befinden sich nach Vermutungen von Wissenschaftlern mehrere tausende Sterne. Sie haben sich sehr wahrscheinlich alle aus der gleichen Molekülwolke gebildet, die extrem massereich gewesen sein muss. Auf Bildern von offenen Sternhaufen sieht es immer so aus, als würden sich die Sterne in ihnen sehr dicht beieinander befinden. Da wir sie aus weiter Ferne betrachten, wirkt es so, als stünden sie nahe zusammen. Einen ähnlichen Effekt haben wir am Sternenhimmel der Erde, wo oft viele hunderte Lichtjahre voneinander entfernte Sterne sich scheinbar in unmittelbarer Nähe voneinander aufhalten. In dem offenen Sternhaufen wurden in einer ersten Studie mindestens 26 rote Überriesen identifiziert, was mehr als in jedem anderen bislang entdeckten Sternhaufen ist. Eine weitere Studie geht sogar von 80 roten Überriesen aus. Damit ist klar, dass dieser Sternenhaufen einen ungewöhnlich hohen Anteil an Riesensternen besitzt und deshalb für die Wissenschaft von großem Interesse ist, da sich solche Objekte sehr gut beobachten lassen. Einer dieser Sterne überraschte die Wissenschaftler jedoch, denn er sprengt alle bislang bekannten Rekorde der Ausmaße von roten Überriesen. Die Rede ist natürlich von Stevenson 218, dem größten bekannten Stern der Galaxis. Stevenson 218 ist seinen Kumpanen VVCFE oder UY Scuti sehr ähnlich. Als roter Überriese besitzt er zwar extreme Ausmaße, ist jedoch vermutlich nur wenig mehr massereich als beispielsweise die bereits in dieser Dokumentation behandelten Riesensterne. Von Astronomen wird geschätzt, dass sein Radius etwa 2150 Mal der Sonne entspricht. Ins Sonnensystem gesetzt würden seine äußeren Schichten über die Bahn des Saturn hinausreichen. Mit anderen Riesensternen kämen wir auf diese Weise nur bis an den Mars oder Jupiter ran. Doch wie wir gelernt haben, kommt mit der extremen Größe des Sterns eine sehr geringe Temperatur einher. Am entsprechenden Platz im Hertzsprung-Russell-Diagramm ist zu sehen, dass seine Oberflächentemperatur nur etwa 3000 Grad Celsius beträgt. Entsprechend wenig dicht muss seine Oberfläche sein, falls man hier überhaupt noch von einer sprechen kann. Würden wir das Innere von Stevenson 218 mit Sonnen auffüllen, bräuchten wir unglaubliche 10 Milliarden Sonnen. Stellt euch die Ausmaße dieses Sterns vor. Viele Milliarden Sterne wie unsere Sonne mit Durchmessern von 1,4 Millionen Kilometern hätten im Inneren dieses Riesensterns Platz. Wissenschaftler haben dank dieses extremen Objektes erkannt, dass er eine Art Limit für die Leuchtkraft von Sternen setzen könnte. Sie schätzen, dass er eine durchschnittliche Leuchtkraft von 440.000 Sonnen hat. In Spitzenzeiten jedoch mehr als 630.000 Mal so hell leuchtet wie unser Zentralgestirn. Laut den Wissenschaftlern könnten Sterne dieser Größenordnung nicht mehr heller leuchten. Stevenson 218 ist der größentechnisch krasseste Stern. Doch was ist mit dem massereichsten bekannten Stern der Galaxis? Um einen solchen zu finden, müssen wir ein bisschen schummeln und die Milchstraße verlassen. Wir begeben uns dazu in die große Magellanische Wolke, einer Begleitgalaxie der Milchstraße. Ob diese überhaupt zur Galaxis gehört, ist nicht klar. Da sie sich aber aktuell zumindest in unserer Nähe aufhält, wollen wir sie einfach als zu ihr gehörig zählen. In einem Teil der Magellanischen Wolke befindet sich ein Sternhaufen mit extrem massereichen Sternen. Dort ist die Sternendichte 100.000 Mal höher als in der Nachbarschaft unserer Sonne. Hier finden wir Sterne, die weniger durch ihre Größe als vielmehr durch ihren ungeheuren Massereichtum glänzen. Manche der Sterne besitzen viele Dutzende, andere sogar über 100 Sonnenmassen. Und bei einem Stern lohnt es sich für Astronomen, genauer hinzuschauen, denn sie entdeckten einen, der so massereich ist wie keiner zuvor. Dieser Stern wurde von Wissenschaftlern als R136A1 oder R136A1 bezeichnet. Da er in der großen Magellanischen Wolke liegt, befindet er sich 163.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Sein Durchmesser mag im Vergleich zu dem von Stevenson 218 lächerlich gering sein. Auf nur 34 Mal so groß wie die Sonne schätzte man ihn. Doch seine Masse hat es in sich.
Der Stern soll Astronomen zufolge eine Masse von 200 bis 230 Sonnen besitzen. Er leuchtet so hell wie 4.677.000 Sonnen. Ins Sonnensystem gesetzt, würde er die Sonne im gleichen Maße überstrahlen wie die Sonne den Vollmond. Seine Werte sind kaum zu fassen, geschweige denn rational zu begreifen. Ein Stern mit einer solch hohen Masse dürfte nur einige Millionen Jahre existieren und deutlich kürzer leben als Stevenson 218 oder andere rote Überriesen. Astronomen meinen, er befindet sich sogar noch in der Wasserstoffbrennphase seines Lebens und könnte auf dem Hertzsprung-Russell-Diagramm noch in der Hauptreihe verortbar sein. Er wird oft als eine Art Obergrenze für die Masse von Sternen beschrieben. Massereicher als dieser könnten nur wenige werden. Angeblich soll R136a1 sogar einen Großteil seiner Masse bereits durch unfassbar energetische Sternwinde verloren haben. Das würde bedeuten, dass er ursprünglich vielleicht sogar über 300 Sonnenmassen schwer gewesen sein kann. Wegen seiner hohen Schwerkraft ist es unwahrscheinlich, dass er zu einem Riesenstern wird, denn diese dürfte die äußeren Hüllen davon abhalten, zu solch gigantischen Größen wie beispielsweise VVC-Fei oder UY-Scuti zu expandieren. In einigen hunderttausenden Jahren dürfte er als eine gigantische Hypernova enden, eine Explosion, die selbst eine Supernova in den Schatten stellt. Das waren nun der größte bekannte und der massereichste bekannte Stern. Doch was ist mit der Zukunft? Entdecken wir vielleicht noch größere oder noch massereichere Sterne? Als Fazit der in dieser Doku vollzogenen Betrachtungen können wir eines festhalten. Das Universum hört nicht auf, uns mit extremen Objekten jeglicher Art zu begeistern. Wir haben die Geburt von Sternen ebenso begleitet wie ihre Entwicklung und ihr häufig explosives Ende. Am wichtigsten ist dabei, auf das Ende eines Sterns folgt nicht das Nichts, sondern neue Generationen von Sternen, die wie Phönix aus der sprichwörtlichen Asche neu erstehen. Ob die Sterne nun riesig, massereich oder mittelmäßig sind, alle haben sie die Wasserstofffusion gemeinsam. In Zukunft könnten wir es dem James Webb Space Teleskop verdanken, wenn wir sogar noch größere, hellere und massereichere Sterne als Stevenson 218 oder R136A1 finden. Bis dahin jedoch dürfte noch etwas Zeit vergehen, die ihr damit verbringen könnt, mir einige Themenvorschläge in den Kommentaren zu hinterlassen. Ich danke Tim, meinem Cutter, für das Schneiden dieses Videos. Und hier nochmal an dieser Stelle danke an CyberGhostVPN für das Sponsoring dieses Videos. Probiert diesen Dienst aus, wenn ihr einen exzellenten VPN-Service zu einem günstigen Preis nutzen wollt. Das Programm schützt beim Browsen eure Daten und gibt euch vollen Zugriff auf geblockte Inhalte im Internet für nur 1,94 € monatlich. Komplett ohne Risiko für euch. Probiert es aus. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch allen ein geruhsames Wochenende. Macht's gut und gehabt euch wohl. Lebt lange und in Frieden. Tschüss.